Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Stockelsdorf. Das liegt so bei Lübeck. Und wir gucken uns jetzt mal die Wache an. Die ist nämlich komplett neu. Und ich kann euch jetzt schon verraten, um es mal zusammenzufassen. Wir gucken das natürlich nicht allein an. Ich hole mal den Steve dazu. Steve, moin, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, herzlich willkommen bei uns. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier zur neuen Feuerwehrwache, sich das mal anzugucken. Sehr gerne. Du bist hier, was machst du hier in der Feuerwehr? Ich bin hier der Artenschutzgerätewart und stellvertretender Gruppenführer bei uns in der Ortsfeuerwehr. Und habe diesen Bau hier begleitet bis zur Fertigstellung. Okay, dann haben wir also einen richtigen Ansprechpartner da. Das heißt, wir gucken uns erstmal die schöne Wache mal gemeinsam an. Los geht's. Steve, wollen wir reingucken kurz? Also wenn ein Alarm ist, parkt ihr hier und geht ins Feuerwehrhaus. Genau, das ist unser sogenannter Alarmeingang. Ja, okay. Jeder Feuerwehrkamerad von uns hat einen Transponder und kommt somit halt in jede Tür in diesem Gerätehaus. Wow. Oh, das Schönste ist ja hier mit, ne? Ja, immer für dich heute. Das ist lieb. Also hier nochmal ganz lieb, Gruß an die Stockelsdorfer. Das fand ich eben sehr, sehr sympathisch. Okay, das ist euer Alarmmonitor, das heißt, ihr seht auch gleich, was los ist. Genau. Und wir wissen auch, wer kommt. Also wir haben nebenbei haben wir noch eine Verfügbarkeitsanzeige. Okay, hier sieht man sozusagen, die verfügbar sind, die nicht genau wissen, ob es klappt und die sich abgemeldet haben. Ne? Okay, interessant. Also ich sehe umkleide Damen, umkleide Herren. Gehen wir hier mal rein? Genau. Bin ich gespannt. Ja, das ist unsere Herrenumkleide. Wow. Wir haben hier Platz für 70 Mitglieder. Ein bisschen Platz haben wir noch. Also. Aber wahnsinnig geräumig. Mega, oder? Okay, das ist sozusagen der Herrenbereich. Dann würde ich sagen, dann tauschen wir dich jetzt mal gegen eine Dame aus. Das hat geklappt. Diana. Genau. Du darfst ja hier eigentlich gar nicht sein, das ist ja der Herrenbereich. Wollen wir bei dir im Damenbereich mal gucken? Das machen wir, folge mir. Gehen wir mal rüber. Diana, bitteschön. Ja, komm rein. Auch schön. Das heißt, was ich ja schön finde, ist, ihr seid ja zwar räumlich getrennt, aber irgendwie doch verbunden. Hier oben drüber könnt ihr da den Jungs die Hand geben quasi, ne? Genau, wir können uns noch mal ein bisschen austauschen, bevor es dann zum Einsatz geht. Wir sind nicht ganz ab vom Geschehen. Dann das ist aber auch schön. Also ich finde, dann ist diese, oft ist ja baulich ganz hart getrennt, aber da man zusammen im Einsatz ist und kameradschaftlich verbunden ist, finde ich das eigentlich ganz charmant, dass man trotzdem noch die Gespräche mitführen kann oder hier, Jana, als eben der Einsatz da, weißt du, ja, hör auf, ne? Kannst du hier noch, wo ist denn dein Spind? Mein Spind ist hier vorne. Gleich die Nummer 1. Nicht gleich die Nummer 1, aber dicht an der Dusche dran. Okay. Genau. Klasse, schick. Ja, gucken wir mal weiter. Ja, und hier haben wir dann sozusagen unser Sanitärbereich. Ist ja wichtig, immer noch nach dem Einsatz, dass wir entsprechend uns wieder frisch machen können. Haben wir auch unsere eigene Dusche, unser eigenes Waschbecken, hinten unsere eigene Toilette, wo wir uns entsprechend nochmal entfalten können. Das heißt, ihr könnt dann hier durchgehen und genau. Hier ist eine Tür, wo geht das dann, dann hin? Also ab hier, auch ganz wichtig, haben wir ja unser Schild, ab hier keine Einsatzkleidung mehr. Also ab hier beginnt dann auch der Weißbereich, wo wir dann entsprechend zu unserem Schulungsraum und zu anderen Räumlichkeiten hinkommen. Aha, okay. Und das Gleiche wird ja wahrscheinlich bei den Männern auch spiegelverkehrt auch so aufgebaut sein? Genau, so ist das. Genau, das gucken wir uns mal ganz schnell an. Steve. Hier ist das Herrendomizil quasi. Genau. Also ich habe hier ein paar mehr Toiletten, es sind mehr Herren. Und nebenan ist die Dusche. Das heißt, hier können die Jungs wieder weiß werden quasi nach dem Einsatz. Okay, das finde ich aber super, ne? Also die räumliche Trennung hier mit so einer Art Schleusenprinzip, würde ich schon sagen, ist schon echt klasse. Wo ist dein? Mein Spind. Dein Spind? Was ich auch schön finde, ist eine Kleinigkeit, aber ich habe überall Zahlenschlösser dran. Sehr unangenehm, wenn man seinen Schlüssel vergessen sollte in der Hektik im Einsatz. Man ist gerade nebenan und hat seine Sachen nicht mit. Dass man immer mit dem Zahlenschloss eigentlich immer seine Privatsachen auch rankommt, das finde ich immer gut. Ja, schön. Genau. Das heißt, ihr seid jetzt umgezogen, habt PSA an und jetzt geht es in die Fahrzeughalle. Wo geht man denn lang? Genau, wir haben unseren direkten Zugang in die Fahrzeughalle durch die Tür da. Da gucken wir nochmal. Wow. Alter, das nenne ich doch mal Platz. Ja. Okay. Unsere Fahrzeughalle, 5 Fahrzeuge haben wir hier stationiert, ein Notstromaggregat. Und wenn wir umgezogen sind, besetzen wir die Fahrzeuge und dann geht das los. Okay, ich sehe gerade, ihr habt eine Tafel, da will ich mal ganz kurz mal mitnehmen. Und auf dieser Tafel sieht man ja quasi, wie von einer Drohnendraufsicht
EEW ganz links, wie die Fahrzeuge stehen. Und man kann da gleich einen Status hinschreiben oder wo sie sind oder ist gerade beim TÜV. Ne? Keine Ahnung. Und das finde ich mega. Also ich liebe ja immer einfache Lösungen und dass ihr da nicht so überkandidelt, sondern einfach eine schöne Tafel habt, wo das alles schön aufgeführt ist. Das ist so der erste super Punkt. Also das ist mega. Okay, das heißt die Fahrzeuge, wir gucken mal ganz kurz, was haben wir denn hier für Fahrzeuge der Reihe nach? Ja, auf dem ersten Platz haben wir den EEW stehen. Okay. Gefolgt von dem HLF 20. Oh, der ist auch schon ganz schön groß, ne? Schick. Auf dem dritten Platz haben wir unser LF 8-6 stehen. Das ist okay. Auch mittlerweile unser ältestes Fahrzeug, was wir hier stationiert haben. Okay, schick. Dann das Kreisfahrzeug von dem Gefahrgutzug. Das ist ein GWL. Oh, mit schön. Sonderbeladung Gefahrgut. Wow. Und zu guter Letzt haben wir den MTW. Besonderheit, der hat eine Anhängerkupplung. Mit dem ziehen wir unser großes Notstromaggregat. Okay, das ist jetzt kein zartes Ding, da ist schon ein bisschen mehr Leistung. Ne? Genau. Schön. Wie viel hat er jetzt? 50er? Oder? Nein, das ist 67 kVA. Okay. Also damit können wir schon so einiges wuppen. Also wir können dieses Gerätehaus auch Notstrom einspeisen. Und dafür ist der super gemacht. Also wenn Strom weg ist. Der liegt was. Also wenn man hier mal die Lampen sieht, die Leuchtmittel mal sieht, die knallen schon ordentlich Watt weg. Also ordentlich Watt weg. Ja, es wird verdammt hell. Watt weg. Okay, schön. Also mega, ne? Wie der Weg, also auch die Laufwege, die ihr habt, die sind eigentlich optimal. Da habt ihr euch richtig Gedanken gemacht. Umkleide, dann gleich Fahrzeughalle, zack, bumm, raus, weg. Können wir mal den Rest des Feuerwehrhauses mal so ein ganz, aber im superschnell Durchlauf mal kurz die Räume angucken? Ja, klar. Okay, 3, 2, 1. Hier befinden wir uns im Schwarzbereich der Atemschutzwerkstatt. Hier werden verschmutzte Atemschutzgeräte und Masken gereinigt. Und wenn sie gereinigt sind, kommen sie rüber zu mir in den Weißbereich, um geprüft zu werden und wieder einsatzbereit gemacht zu werden. Hier befinden wir uns im Weißbereich der Atemschutzwerkstatt. Hier kommen die ganzen gereinigten Geräte halt wieder an, werden zusammengebaut, geprüft und von mir wieder einsatzbereit gemacht und wieder auf die Fahrzeuge verlastet. Hier befinden wir uns in unserem großen Lager. Okay, da ist natürlich reichlich Platz. Ja, wir haben hier überall Schwerlastregale gestellt, damit wir halt auch unsere Paletten unterkriegen. Ölbindemittel, Schaummittel, können wir alles vorhalten und gut lagern. Ja, das ist unsere Maschinistenwerkstatt und die Gerätewartewerkstatt. Hier werden halt Sachen repariert, aber sie ist halt noch nicht ganz fertig. Hier sind noch ein, zwei eingepackte Kartons. Das kommt alles nach und nach, wird das hier alles aufgebaut. Jo. Und dann ist ja noch neu, ne? Ist ja noch genau, es ist noch recht neu. Ja. Schön. Das ist unser Lagerraum, Lager- und Besprechungsraum. Rückzugsort für Zugführer, Gruppenführer. Oh, guck mal, digital unterwegs. Genau, das ist unser Active Board, wo wir Karten raufschmeißen können und uns dann hier besprechen können. Wenn wir mal eine Flächenlage haben, können wir halt auf dem Active Board sehen, wo unsere Jungs und Mädels gerade sind, wo die Einsätze sind und die Fahrzeuge sich bewerben. Es ist auch immer noch ein bisschen im Aufbau. Man sieht, hier stehen noch einige Flipchart-Tafeln rum, Plakate, alles nach und nach. Wir kriegen halt auch immer noch mehr Einrichtungen und die muss halt irgendwann nochmal an die Wand gebracht werden. Ja, okay, super. Unser Funkraum. Bei uns heißt dieser Raum Funkbude. Ja. Am besten Ausblick hier, ne? Direkt auf der Fahrzeughalle oder auf die ganzen Fahrzeugrolltore. Auch dieser Raum ist noch nicht ganz fertig. Hier kommt noch eine Funkausrüstung hin. Ja, cool. Das hätte ich nicht erwartet. Richtig schick. Ja, auch schon im Einsatz gewesen. Funktioniert sehr gut. Hier gehen wir jetzt nach oben. Hier kommen wir halt zu den Räumlichkeiten, Schulungsraum und den Verwaltungsräumen. Schön. Hier gehen wir in unser Vorstandszimmer. Vorstandszimmer, Wehrführerbüro, Personalgespräche finden hier statt. Okay, dann gehen wir ganz schnell wieder raus, aber das ist doch mal ein Büro, wo man arbeiten kann, ne? Unsere Kleiderkammer. Da ist unser Kleiderwart drin, dann kriegen wir dann mal einen neuen Handschuh, wenn wir wieder einen runtergerockt haben. Die Speisekammer zeige ich euch jetzt nicht, aber wir Feuerwehrleute haben halt immer Hunger, wisst ihr selber. Ohne Mampf kein Kampf, ne? Ist halt so. So ist es. Und der Mampf wird hier zubereitet. Unsere Küche. Wir haben eine super Küchencrew hier, die uns immer mit lecker Essen versorgt und Getränken. Da können wir uns nicht beschweren. Wahnsinn. Schick. Also sehr schick.
Jetzt zu unserem Herzstück, der Schulungsraum oder aber auch Versammlungsraum. Hier finden natürlich unsere Schulungen statt, unsere Versammlungen, Besprechungen, aber natürlich auch das gemütliche Zusammensitzen, Essen, schöne Abende verbringen. Wir haben hier einen tollen Beamer gekriegt. Wir haben ja auch schon einige Fußballspiele zusammen gucken dürfen. Neben den Schulungen wird natürlich auch das dafür benutzt. Naja, Kameradschaftspflege gehört ja dazu. Selbstverständlich. Ne? Schön. Wir verbringen auch gerne und viel Zeit, muss man wirklich sagen. Was ich auch sehe, ist auch hier schön ein bisschen Krökeltisch und so ein bisschen. Falls es mal wieder länger dauert. Ist so. Okay, und was interessant ist, was ich auch gerade zufällig sehe, euch gibt es seit 1887. Genau. Das ist der Gründer der Feuerwehr Stockelsdorf. Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Und für die netten Sommerabende haben wir unsere großzügige Dachterrasse. Gucke mal, hier sitzen sie alle. Schön. Ja. Super. Also ja, Steve, ganz lieben Dank erstmal für den Rundgang. Ja, super interessant. Sehr gerne. Jetzt muss ich mal wirklich mal fragen, wie ist das denn hier in der Feuerwehr zu sein? Ja, macht Spaß. Man lernt immer wieder was Neues. Immer viele neue Kameraden dazu. Ja. Und für dich, was ist für dich das Beste bei der Feuerwehr? Och, die Kameradschaft macht einfach alles Spaß. Die Ausbildungsdienste ist alles top hier. Also. Mega. Der gut aussehende junge Mann ist immer die Kater. Du machst doch hier, machst du die Anschlussausbildung? Ja, genau. Wer bist du denn? Ja, ich bin Dennis. Ich bin Ausbilder, Atemschutzgeräteträger beim Kreis Feuerwehrverband aus Holstein. Okay, du hast mich ja auch eingeladen. Deshalb machen wir heute noch mal kurz einen Stopp. Also erstmal mal ganz lieben Dank. Was findest du in deinem Feuerwehrhaus so besonders? Der Platz. Im Vergleich zu unserem alten Gerätehaus haben wir hier richtig schön viel Platz in dem Gerätehaus. Schön. Ist jetzt unvorbereitet gewesen, ne? Aber so muss das sein. Genau, also wie gesagt. Und wie ist das als Amazone hier in der Feuerwehr? Als Amazone? Es ist toll. Es ist echt schön. Also wir haben eine super tolle Kameradschaft. Wir halten super gut zusammen, machen auch ganz viel Kameradschaftspflege. Wir Frauen haben hier unseren eigenen Bereich, was auch einfach herrlich ist. Also es ist einfach toll, hier zu sein. Schön. Super. Ja, okay. Also ich bin schwer begeistert von der Feuerwehr. Also mega, mega toll. Jetzt nochmal zurück zu Steve. Ja, also ganz lieben Dank. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Steve, du antwortest dann? Selbstverständlich, kann ich machen. Okay, also dann erstmal ganz lieben Dank und dann bis zum nächsten Video. Hier ist unser großes Lager. Ohne Licht. Ohne Licht. Anhänger, Haken dran. Genau. Entschuldigung. Ja, das ist, dir fehlt ein Mann, der dich führt. Ne? Unser Funkraum. Okay, warte mal.